What are you doing? Help! Guards! Save your breath. No one is coming to help you. Now, what am I going to do with you? Früher am Abend, von Kälte und von Hunger getrieben, schlich Lilly in die Stadt. An der Außenmauer sollte angeblich ein Apfelbaum stehen. Und bis der fertig geladen hat, sind alle Äpfel auf den Boden gefallen und verfault. Aber egal. So, das sind wir. Die kleine Lilly findet zum Kapellengarten und dem Apfelbaum. Bewege dich mit L. Und man glaubt es kaum, aber mit R können wir auch die Kamera drehen. Ein Träumchen. Gut, das Besondere an diesem Spiel ist, die Zeit bewegt sich nur weiter, wenn wir uns auch bewegen. Also man sieht schon, ich stehe jetzt hier still und dann ist sie wie eingefroren. Das ist so das Besondere hier an diesem Spiel. Und wenn ich mich ganz normal bewege, dann läuft auch die Zeit ganz normal weiter. Das wird natürlich spannend, wenn wir uns hier vorne zum Beispiel an diesen Wachen vorbeischleichen. Aber das Genaue, wie das funktioniert und so weiter, werden wir noch kennenlernen. Ich gucke erstmal, ich glaube, hier hinten war nichts sonderlich Großartiges. Ja, und erstmal spielen wir das kleine Mädchen hier, Lilly. Später werden wir aber zum eigentlichen Hauptcharakter wechseln, der namensgebenden Shadwen. Ich, wie gesagt, hoffe, spreche das richtig aus. Die Wachen dürfen dich nicht bemerken. Schleiche mit Kreis. Look on the bright side. Just a fortnight ago, you were out on the field fighting for your life. Gut, das war ja jetzt nicht so sonderlich schwer. Die Patrouille sollte dich nicht entdecken. Zum Vorspulen der Zeit drücke R1. Das macht das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen angenehmer. Wir können jetzt erstmal hier bleiben. Die Wache bewegt sich nicht weiter, wir bewegen uns nicht weiter. Ja, das ist aber auch gleichzeitig schon das Problem, weil wir müssen ja schon irgendwie mal ein bisschen warten, zum Beispiel, bis die Wache hier weg ist. Deswegen können wir die Zeit vorspulen. I think I heard something. What? Nothing here. Hast du denn gehört? Geh einfach weiter auf deiner Route. Ich drücke jetzt immer noch R1, damit die Zeit vorspult, damit er weiterläuft. Ja, super. Hat ja klasse funktioniert. So, jetzt machen wir das nochmal, wie das eigentlich geplant ist. Genau, du gehst nämlich hier weiter. Dann kann ich mich hier weiter bewegen. Mal schön in Deckung bleiben. Ja, der Anfang ist ja sowieso nur ein reines Tutorial, also sonderlich viel passiert da nicht. Es ist natürlich sehr angenehm, dass die Zeit stehen bleibt, wenn wir stehen bleiben, weil da kann man sich in aller Ruhe umgucken, kann überlegen, wie mache ich das. Man kann natürlich später auch die Zeit zurückspulen, also wenn man entdeckt wird oder irgendwie merkt, das läuft jetzt doch nicht so prall, wie ich mir das vorgestellt habe, kann man die Zeit auch wieder zurückspulen. Wir können uns in Büschen und Heuhaufen verstecken. Schablupp. Und psch. So, jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Der läuft unter in der Gegend rum. Ich glaube, der ging jetzt zu dem anderen da, oder? Schnell weiter. Der kann mir egal sein. Und der hier vorne. Da kann ich so rum. Das ist alles noch easy peasy. So, ihr könnt mich auch mal. So, obwohl Lilly ein kleines Mädchen ist, kann sie diese großen Kisten verschieben. Ich hab Luftska. So. Schade ist, dass es hier
zumindest, soweit ich gesehen habe, nichts Großartiges gibt, wo man sich jetzt umschauen könnte. Also hier, das ist jetzt... Ja, man kann sich das anschauen, muss es aber jetzt nicht unbedingt. So, und dieses ja, Verschieben von Kisten und Fässern kann man natürlich auch benutzen, um Wachen abzulenken. What on earth is going on? Weil da bewegt sich etwas und jetzt kommt er so rum. Ich werde zum Elch. Wow. Was ein Eumel. Oh crap. Okay. So, dann gehe ich jetzt erstmal hier in den Busch. Dann gucken wir mal. Also man muss auch aufpassen, in den Büschen bewegen ist auch nicht so prall, weil das kriegen die auch mit. Jetzt mal gucken, dass der hier nicht wieder zurückkommt. Ja, genau, geh du mal weiter. Immer schön weitergehen. So, ich gehe mal in den Heuhaufen hier. Muss doch tierisch kratzen hier zwischen dem ganzen Heu. Aber egal. So, du gehst so rum, dann gehe ich mal ganz kurz hier rein. So, da jetzt muss ich nur mal warten, bis der hier wieder weggeht. Jetzt nicht geguckt, wie schaut es denn da vorne aus? Da vorne ist nur die Wache da. Move it, mein Freund. So, wunderherrlich. Das läuft. Und auch Objekte machen Lärm, wenn du sie bewegst. Das kannst du ausnutzen, um Wachen abzulenken. Naturellement. Und gerade gucken. Ah, das hat schon gereicht, ja. Gut, gut, gut. Drehst dich jetzt bitte nicht zu mir. Dankeschön, finde ich gut. So, ich glaube, hier vorne ist keine Wache. Das können wir einfach so verschieben. Alles groovy. Und funky. Mach dich nun mit deinem neuen Können auf den Weg zum Kapellengarten. Viel Glück. Gut, wo will ich dich hinhaben? Ist eigentlich... Versuche ihn mal eher hier nach vorne zu kriegen. Is it the dark spirit? So, du gehst jetzt bitte... Braver Junge. Da nach vorne. There was nothing after all. Uiuiui. Ah, sehr gut. Okay, Moment. Oh, shit. Okay, dann muss ich erstmal abwarten, wie der läuft. Der geht jetzt noch ein Stück weiter. Sehr gut. Hallöchen. Aber wo geht er dann hin? Ich glaube, der kommt nämlich dann hier rechts an den Heuballen vorbei. Ah, shit, ich hätte mich auch in den Busch verstecken können. Fällt mir jetzt erst auf. Mist. Na gut, hoffen wir mal, dass das jetzt gut geht. Ansonsten, ich weiß nicht, ob Lilly das schon kann, aber später können wir auf jeden Fall noch die Zeit zurückspulen. Komm, Junge, move it. Mein Gott, bist du lahmarschig, mein Junge. So, Moment. Okay, hier vorne sind Wachen. Der guckt mich nicht an. Da ist einer. Moment. Dann machen wir das. So. Shit. Okay. Ja, das ist grafisch natürlich wahnsinnig. I heard something. Ja, das ist auch richtig so, dass du was gehört hast. Schnell weiter. Hell yeah. So, Moment. Der da oben. Moment, was
mache ich so. Ich weiß nämlich, dass der runterkommt. Das habe ich beim ersten Anspielen auch aus Versehen so gemacht, dass ich mich hier unten versteckt habe. Der ist einfach weitergelatscht. Sehr schön. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Upsi. Den muss ich auch nochmal ablenken hier. Was ist das? Das ist ein Fass. Okay. Ja, komm. Das kleine Fass geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Zwei große Kisten für so ein kleines Mädchen. So, was mache ich mit dir? Da hinten kann ich nämlich nicht rum, aber... Ja, gut, dann halt nicht. Dann machen wir es halt so. Das wundert dich auch nicht, dass sich die Heuballen bewegen. Why? Ah, jetzt wundert es dich. Okay, so jetzt wird's lustig. Okay, da sind zwei. Ich hoffe mal, ich krieg jetzt beide dazu, dass sie sich bewegen. What's this? Evil spirits. Ja, sie sind beide so doof. Das ist gut. Ich mag doofe KI. Hell yeah. So, jetzt ist eigentlich, glaube ich, Schnuppe wie rum. Wir gehen. Da oben ist das Apfelbäumchen, wo wir hin müssen. Ist aber, glaube ich, jetzt egal. Ich gehe mal so rum, weil ich den Weg hier schön finde. Mit den Gräbern und den Kerzen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber ich finde es ganz... Sieht sehr cool aus. Nur ein ganz kleines bisschen gruselig. Unter dem Baum liegen schöne, knackige Äpfel. Ganz allein für dich. Ich glaube, mit dem Ä haben sie ein Problem. Oder das soll... Ja, das A soll oder Ä soll den Apfel darstellen. Aber ich glaube eher, dass das Ä ein Problem ist bei der Übersetzung. You little thief! What else have you taken out with it? Please, sir. It was just an apple. I'm hungry. With sticky fingers like yours, I wouldn't be surprised to find more stolen goods under those petticoats. Derweil war Shadwin unterwegs, um den König zu töten. Ja, jetzt dürfen wir den zweiten Hauptcharakter spielen. Shadwin begibt sich zur Kapelle, um dort einen geheimen Weg in die Stadt zu suchen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, die Übersetzung ist hier nicht so das Gelbe vom Omelett, aber egal. Und Shadwin kann auch springen. Ja. Suche in einem der Häuser nach einer Handwerksanleitung für einen Enterhaken. Dann gucken wir mal alles durch. In Truhen kannst du Handwerksanleitungen und Bauteile finden. So, da haben wir eine Handwerksanleitung und ein Bauteil. Hast du eine Anleitung für einen Enterhaken gefunden? Ja, und dazu müssen wir jetzt die Teile finden. Wirf einen Blick auf die Anleitung, um herauszufinden. Ja, whatever. Auf jeden Fall mit Touchpad kommen wir hier ins Inventar. Da haben wir natürlich das Messer. Und hier ist die Anleitung. Und wenn ich jetzt hier ins Inventar draufklicke, dann sieht man schon links diese Gürtelschnalle oder was auch immer das sein soll. Wird für den Enterhaken benötigt. Von den Gürtelschnallen brauchen wir zwei. Dann brauchen wir natürlich noch ein Seil und noch einen, ja, Enterhaken an sich. Eine Pfeilspitze oder was auch immer hier als Haken dienen soll. Dazu müssen wir jetzt hier alles durchforsten. Wenn ich jetzt blind oder ist hier... Doch, da ist noch eine Truhe. Ich dachte schon... Ach, sie schleicht wieder. Moment. Das muss ich ja nun nicht machen.
So, jetzt wird's interessant. Hier war ich drin, da war ich drin. Geh erstmal hier auf der linken Seite lang. So, da haben wir auch die Pfeilspitze. Und Moment, hier kann ich noch rein. Und ich muss sagen, ich fand es jetzt, es sieht grafisch besser aus, als ich es vermutet hätte. Ich hatte mir schon viel Schlimmeres irgendwie vorgestellt. So, in dem ersten Häuschen war wir drin, das ist das zweite. Dann sollten wir vielleicht noch hier rein. Wir haben ja immer noch kein Seil. Ja, da bringt uns Platzieren auch nichts, Freunde. So, ich brauche noch ein Seil. Oh, dieser Sonnenuntergang. Ich finde, das sieht einfach hübsch aus. Ja. Und das dürfte die letzte Kiste sein. Ja, da ist aber nicht das blöde Seil drin. So, damit können wir jetzt hier die Bauanleitung vervollständigen. Ups. Wie komme ich rüber? Achso. Okay, und das Seil. Damit haben wir den Enterhaken vollendet. Wie? Du... Ja, geh zum Aussichtspunkt. Ist gut. Das Geile ist... Genau, mit... Moment, mit L2 war das. Damit können wir den Enterhaken festmachen. Das Geile ist, wenn sie springt, bleibt die Zeit auch stehen. Das finde ich so lustig. Deswegen können wir uns hier Zeit lassen, hier den Enterhaken weiterschwingen. Ups, voll dagegen gedödelt. Moment, mache ich den mal hier fest. Das ist total gechillt. Ich finde das richtig geil. Abspringen können wir einfach mit X. Das ist total easy, weil man sich super viel Zeit lassen kann. Mit dem Springen und dem Seil festmachen ist alles total entspannt. Beim Vorsprung können wir natürlich auch hochklettern. Achso, mit L2 können wir hochklettern. So. Na? Der greift hier schon. Ich bin nur wahrscheinlich zu weit weg. Jawohl. So, dalle. Uiuiui. Am Anfang hatte ich so meine Probleme, das Ganze hier zu koordinieren, weil es ist schon echt eine Gewöhnungssache. Hier mit dieser Zeit, dass die stehen bleibt und so, das ist man dann doch ein bisschen anders gewohnt. Moment. Nee, abspringen will ich nicht. Kann ich den... Ja, kann ich festmachen und bitte einmal hochklettern. Schon ein bisschen knapper. Ja, das haben wir jetzt auch schon gemerkt. Wenn du dich nicht bewegst, steht die Zeit still. Nutze das zu deinem Vorteil, wenn du den Enterhaken einsetzt. Habe ich ja auch gerade schon gesagt. Oh, shit! Ich dachte, du hast den festgemacht, Schatz. Nein, zurückspulen. Dafür ist es dann wieder gut. Achso, bin zu weit entfernt. Gut, da muss ich wahrscheinlich wirklich erstmal abspringen, wa? Oder auch nicht. Ja, es ist, wie man sieht, wirklich easy. Oh, shit. So. Ah. Ja, performance-technisch hat das Ding manchmal so seine Probleme.
Wenn du in die Luft springst, kannst du den Interhaken auswerfen. Ja, das habe ich doch gerade schon gemacht. Where is the problem? Ach, zu weit weg wieder. Oh. Wie man hier nicht rankommt, ey. Hallo. Oder so. Kann ich hier dran? Ja. Ah, da will ich mal abspringen, glaube ich. Jawohl. Und hier bitte noch einmal dran. Ouch, that hurt. Ja, oder so. Ja, Shadwin hat es da ein bisschen einfacher. Die kann jetzt einfach hier übers Gitter drüber springen. Shadwin entdeckt, dass vor dem Geheimgang ein Wachmann steht, der ein kleines Mädchen drangsaliert. Hilf dem Mädchen und kümmere dich um die Wache, auf welche Art auch immer. Ja, man kann hier leise, oder was heißt leise, man kann hier tödlich und nicht tödlich vorgehen. With sticky fingers like yours, I wouldn't be surprised to find more stolen goods under those petticoats. I've done nothing. Das wäre jetzt die tödliche Variante. Lily hat gesehen, wie du eine Wache brutal ermordet hast. Dies wirkt sich auf die Geschichte des Spiels aus. Wenn du einen anderen Weg einschlagen möchtest, kannst du deine Handlungen... Ja, genau. Das werde ich jetzt auch tun. Weil man kann den Herrn nämlich auch ablenken. So, hier oben sind nämlich ein paar Fässer. So, sehr schön. Aber Junge. Don't worry, I scared the guard off. Oh, thank you, Mom. Do you live up in the castle? No, I don't live anywhere, Mom. My mother died this spring. Run away then, little girl. Run and hide. Go away. Shoo! No, thank you. I'd rather come with you, please. You really need to run off now. Where are we going? None of your business, brat. Just be glad I saved you and that you live another day. Please let me come with you. I'm cold and I've nowhere to go. I promise I'll be good. But I'm... not. Just leave! You can't stop me from following you. If I bring you along, will you do exactly what I tell you to do? Yes, Mom. Na dann. Komm mal mit. Was ist das? Is someone there? Is it your friend? So, das Mädchen hilft beim Öffnen von Toren. Ja, wo wir zwei Leute brauchen, da hilft sie mit. Ich brauche jetzt aber hier, glaube ich, nicht zu schleichen. Wir müssen hier in die Krypta. My name is Lily. Are we headed towards your home? No, we're not going home. Do you know any stories? I love stories. No. Und wir befinden uns auf dem Weg nach Rivendon. Und ja, das ist jetzt die Begleitmission, von der ich gesprochen habe. Lily wird ihr überall hin folgen. Sie schleicht von Versteck zu Versteck und geht Wachen aus dem Weg.
Das ist das einzig Gute an der Sache. Nur das Problem ist, manchmal backt sie sich auch irgendwo ein bisschen fest. Und dann haben wir ein kleines Problem. Du kannst ein Seil an Holzobjekten befestigen, um sie aus dem Weg zu ziehen. Plopp. Ja, mit R2 können wir das Seil auch wieder lösen. Und hier müssen wir den Scheiß wegziehen. Ja, oder so. Uff. Das Kind hier, brutal. Ich bin hier nett, ziehe alles aus dem Weg und die klöppelt alles nieder. Okay, wenn sie sich versteckt, das heißt, da vorne müssten Wachen sein. Oder? Zerstöre Objekte mit dem Messer, um den Weg frei zu machen oder zu ablenken. Ist doch gar niemand. Mädchen, vor was versteckst du dich denn? Komm her. Ich brauch dich am Hebel. Damit Lilly vorbeischleichen kann, musst du die Wachen entweder ablenken oder töten. Ja, und ablenken ist natürlich die nettere Variante. Weil töten, das wird uns Lilly nicht so... gut abnehmen. Okay, den muss ich auf jeden Fall ablenken. Mädel, komm doch mal hierher. Hier kannst du dich super... Ja, bleib einfach da stehen. Ist total geil. Ja, jetzt rennst du da hinten vorbei. Ja, das meine ich mit der KI. Die ist manchmal ein bisschen strunzend blöd. Bin mal gespannt, ob sie es jetzt schafft. Hier durchzukommen. Nee, natürlich nicht. Gucken wir, ob sie es noch hinkriegt, oder? Oh, Mädel. Wenn die einfach immer an meiner Seite bleiben würde, wäre das alles kein Ding. Jetzt versteckt sie sich dann wieder. Oh, Vibe. Oh, shit. Oh, den habe ich jetzt erschlagen. Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Komm mal da bitte wieder vorbei. Gut. Ah, shit. Jetzt geht er natürlich da lang. Das ist eher ungeil. Aber vielleicht kann sie sich dann... Ja, super. Du hast mich jetzt nicht gesehen, okay? So, Schatz, bleib du einfach mal da hinten im Gebüsch. Der geht schon wieder weg, der Opa. Der böse Mann ist gleich weg. Hoffentlich. Everything seems to be in order. Move it! Der muss ja nur wieder auf seine normale Patrouille, damit sie hier rein kann. Ach, da vorne steht ja noch einer. Ach, das wird ja immer besser. So, Schatz, jetzt kannst du aber hier in den Heuhaufen. Komm her. Oh, Mädel. Jetzt hat sie Angst vor dem, oder was? Der sieht dich doch nicht. Ach, scheiße, der sieht dich doch. Okay. Gut, also muss ich den auch nochmal ablenken oder wie sehe ich die Sache? Das geht jetzt von hier unten aber ganz blöd.
shit. There was a noise. So. Jetzt aber. Ja, braves Kind. So, versteck dich hier drin. Muss mal gucken, dass ich den Eumel hier noch ablenke. Mal die Kiste, wenn ich da mal rankomme. What? Is it moving? Sehr gut. Braves Kind. Oh shit, da ist einer. Und das tut's denn? Ah, stimmt, da ist ein Haarhaufen, ne? Is someone there? So. Jetzt müssen wir den noch ablenken, wa? Da gibt's doch da vorne viele schöne Heuhaufen. Na hier. Crap, jetzt kommt der noch hierher. Moment. Nee. Dann lasse ich das erstmal. Die sind Gott sei Dank zu blöd, um mich hier zu sehen. Schön mit Öl. Jetzt muss der sich erstmal... Mädel! Oh, die macht mich wuschig. Komm zurück. Die hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Jetzt bleib doch einfach mal hier in dem Heuhaufen. So, der verkrümelt sich jetzt hoffentlich. Ich will den jetzt nämlich nicht nochmal hierher locken. Lilly! Na gut, er bleibt jetzt erstmal hier stehen. Ich hoffe jetzt nicht, dass er darauf reagiert, wenn ich hier ziehe. Upsi. Oh crap. Ja, Lilly, bleib einfach da vorne stehen. Ist eine super Sache. Ja, Gott sei Dank. So, sag Lilly, wohin sie gehen soll mit Dreieck. Und wenn es so bimmelt, dann ist das richtig. Dann kann sie da hingehen. Geh doch mal dahin, Mädel. So, jetzt machen wir nämlich mal die Tür zu. Die bleibt aber nicht zu, shit. Nee. It was nothing after all. Genau, bleib einfach auf der anderen Seite, du Nase. Komm, geh wieder weg. Da ist nix. Scheiße, die Tür geht immer wieder auf. Okay, nur mal gerade gucken. Ich muss... Ich hoffe, das sieht jetzt keiner. Komm her, Mädel. Wir müssen nämlich jetzt hier durch. Das geht eigentlich ganz gut. Das machst du prima. So, da steht einer. Mal gucken, ob wir die hier... das was bringt. Jetzt gucken natürlich... Was ist da jemand da? Just now? What am I... Ooh, lalalala. Na toll, ich bewege mich, sie nicht. Ja, Mädel, bleib einfach hinter der Wache stehen, oh, du bist so doof. Ich hoffe mal, die Wachen bewegen sich irgendwie noch mal ein bisschen geschickter. Dass sie hier durch kann. Hm. Everything seems to be in order. Ach du Scheiße. Jetzt rennt sie wieder ganz nach hinten. Oh, Vibe. Die macht mich wahnsinnig. Das Problem ist, ich komme ja halt an gewissen Stellen nicht ohne sie weiter. Oh, da ist eine Kiste.
Kiste, Kiste, Kiste. Du hast eine Anleitung gefunden für Tretmine. Der hat sich auch festgebackt. Dann gucken wir mal, was brauchen wir denn? Wir haben das hier schon. Die anderen Sachen, das sieht nicht so aus, als hätten wir das schon. Och, Lilly, move it. Guck mal, der Typ ist da vorne, der macht dir nichts. Na gut, ich werde ihn nochmal versuchen abzulenken. Ich glaube, der Typ ist das Problem. Genau. Der ist eigentlich das Problem. Damit. Ah ja, das hat funktioniert. Sehr gut. So, Lilly, jetzt beweg dich. Was denn hier? Yes! Good girl. Braves Mädchen. Na, du bist ja mutig, Mädel. Jetzt rennt die einfach hier bei. Oh, shit. Ja gut, er hat sich ihr festgebackt, der Typ. Wow. Lenke Wachen ab, indem du Objekte mit dem Seil bewegst. Ja, das weiß ich doch schon. I heard something. So, jetzt hoffe ich mal. Oh, Mädel. Jetzt kommt sie da natürlich nicht hin. Das war so klar. So, dann muss ich mal gucken, dass ich ihn nochmal ablenke. Nee, Mädel, da kommst du jetzt nicht durch. Das hättest du vorher machen müssen, Schatz. Das war eine ganz blöde Sache. Crap. Ich würde gerne ein bisschen mehr da hinten was ziehen, aber... Okay, das hört da. Ich von da hinten komme. Shit. Komm, näher kann ich jetzt echt nicht mehr ran. Scheiße. Oh, Kacke. Ach, da war ein Busch. Verdammt. Okay, Moment. Moment, Moment, Moment. Nee, noch weiter. Da, in den Busch hätte ich reingemusst. So. Ja, jetzt hat sie's. Wunderbar. Braves Kind. Ein Traum. Und ein Speicherpunkt. Okay, warte mal. Ja, bei unserem Glück müssen wir hier vorbei, wa? Moment. Guck ich mal, da kann ich... Ich weiß nicht, ob ich an dem gescheit...
Ja, das sieht gut aus. Groovy, so, dann können wir eigentlich hier vielleicht ablenken, dass die sich hierhin bewegen. Zack, so. Ich move darüber. Oh, okay. Das war nicht so gut. Odd. Someone there? Is someone there? Das gibt's doch nicht. Was? Odd. What the fuck? Wer entdeckt mich denn da? So, erstmal abwarten. Is someone there? Das gibt's nicht. Als ich das beim ersten Mal gespielt habe, hat so funktioniert. Erstmal gucken, kann die Kleine hier jetzt mal weg? Oh, die bewegt sich überhaupt nicht. So, warte mal, jetzt sind die aber ein bisschen weiter weg. So. Die Kleine bewegt sich. Das ist gut. Problem ist, wo ist denn hier? Ah, da vorne ist ein Strauch. Da sieht der Typ mich hier. Ich müsste da jetzt rüber. Ja, das ist doch schon mal gut. So, du gehst da ein. Die verkrümmeln sich da hinten. Warte, gucken, war hier noch irgendwas? Nö. Ah, damn it! Okay, das war schlecht, hier reinzugehen. Ich hätte gleich hochgehen sollen. Hier mal schön im Dunkeln bleiben und in den Heuhaufen. Och, Lilly! Komm! Wo ist das Problem? Yay! Gut, das Kind. Braves Kind. So! Ach, shit. Da wollte ich die jetzt gar nicht hinlocken. Ich wollte eigentlich eins der Fässer, der Kisten da hinten benutzen. Probiere ich gleich nochmal, wenn der Kollege sich hier mal verkrümmelt. Ah, ich könnte das auch zurückspulen, aber ich warte jetzt einfach mal. Nothing here. So, gehst du eh da runter? Ach, du bist ja super. Okay, er geht eh da runter. So, ja, Lilly, prima. Das machst du fein. Gut, nächstes Problem, der Kollege hier. Da könnte ich aber eigentlich das hier einfach rollen lassen, quasi. Das müsste ihn doch ein bisschen verwirren. It was a noise. What? Was war das denn? I heard. Okay, da hinten ist auch noch einer. Dreht er sich jetzt gleich um oder was? Was war das denn? Sehr mysteriös, warum der mich jetzt gerade entdeckt hat. Davon ist noch eine Wache. Aber das geht, glaube ich, ganz gut. Wow. Können wir nämlich hier alles Gute kommt von oben spielen.
Ich müsste den ein bisschen. Ja, wo soll der jetzt am besten hin? Mal gucken, ob ich ihn. Muss ich jetzt. Nee, du sollst runterwerfen! Mädel! Nein! Jetzt schiebt es nur dahin. Ja, das königliche Wappen markiert das Ende jeden Levels. Ja, da hinten ist das Levelende. Das ist schön zu wissen. Da ist das Wappen. Da müssen wir beide hin. Ich probiere mal. Wenn er jetzt erstmal. Huch! Sag mal. Dann halt nicht. Das ist doch nicht wahr. Würde ich hier gerne eine Kiste oder sowas runterwerfen, damit er abgelenkt ist. Aber ich bin zu blöd. Ah, jetzt. Nein! Um die runterzuwerfen. Gucken, ob das klappt. Nö, das interessiert ihn gar nicht. Okay, muss also ein bisschen näher sein. Ja, das hat er jetzt gehört. Ist nur die Frage, geht er jetzt so weit, dass Lilly sich in den Heuhaufen begeben kann? Ja, braves Kind. Sehr gut. Okay, das ist mutig. Die ist ja geil drauf. Jetzt muss ich nur warten, bis der weg ist und dann hat sich die Sache. Jawohl, we did it. Is there food? No. Do you think we might find food? Maybe. I like apples. We had an apple tree. Then it died. I like hazelnuts. They're nice too. Na, wenn ich die Wahl zwischen Äpfeln und Haselnüssen hätte, würde ich aber auch eher den Apfel nehmen. Da hast du mehr von. Okay, so. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Einige Wachen. Puh. Das wird ja spaßig. Du siehst gar nichts, mein Freund. Shit. Okay, Moment. Someone there. Oh, ich glaub's ja nicht. Okay, die Kleine da hinten macht sich aber auch schon mal auf den Weg, finde ich gut. Wie auch immer sie an diesen Wachen vorbeikommt. Everything seems to be in order. Ja, Mädel, das war eine gute Idee. Danke für den Hinweis. Oh. So. Same thing every night. Das Problem, dass da oben einer rumlatscht. Gucken. Ah, der bleibt auch noch hier stehen. Nee, okay, das bringt nichts. Da bleibe ich lieber unten. Da warte ich lieber, bis er
wieder zurückgeht und ich hoffe, dass die unten mich nicht sehen. You know what? I'm getting tired of this little talk. Oh, jetzt latscht Lilia unten wieder rum. Ich krieg den Nervenzusammenbruch. Okay, ich muss gucken, dass die noch ein bisschen mehr abgelenkt werden da unten. Damit sie hier hochkommen kann. Achso. Also manchmal, ich weiß nicht, wie die... Wie das Kind läuft, das ist echt ein Wahnsinn. Ich muss dir wahrscheinlich noch ein bisschen... Oder? Oh crap. Da vorne steht einer. Der geht auch nicht weg. Okay, das heißt, ich muss, wenn der da hinten, nach hinten geht, den anderen da vorne irgendwie ablenken. Ich muss jetzt aber gucken, dass er hier auch nach hinten geht. Oh, scheiße. Hat er schon was gemerkt? Damit. It was a noise. Do you believe there would be spirits in the forest? I heard something. Right. Can fire kill spirits? So, mal gucken, vielleicht dreht er sich jetzt um, wenn er wieder zurückgeht. So. Ja, jetzt haben wir natürlich den hier wieder an der Backe. Mist. Ja, das war unglückliches Timing. Nothing at all. Ja, natürlich. Ist klar. So, jetzt weiß ich noch nicht, ob uns das was gebracht hat. Naja, der dreht sich natürlich gleich wieder um. Okay. Das probiere ich jetzt auch mal. Obwohl, sie kommt wieder zurück. Ich glaube, da hinten ist noch eine Wache, oder? Gerade gucken. Ja, da kommt noch einer. Den sollten wir natürlich nicht reinrennen. Mal warten, bis der weggeht. Aber, ey, die Kleine hier. Manchmal super mutig und manchmal... Super piefig. Ja. Hell yeah. Okay. So geht's auch. So, wenn der hier steht und wir Glück haben, können wir dann gucken, dass wir da nach oben laufen. Wartet mal eine Stunde, schon kommt er wieder runter. Ja, das ist das Blöde an solchen Schleichspielen, dass man da immer ewig warten muss. Okay, mein Freund. Jetzt an uns vorbei. Und hier ist ein Heuhaufen. Und darum sind zwei Wachen. Ah, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Dies ist eine gute Frage. Rechts sind so... Plattformen.
Da. Ja. Was sucht man hier an der Seite? Das wird lustig. Das wird lustig. I saw sausages. Oh. So, da unten ist jetzt eigentlich keiner. So, Sekunde. Ich kann so hoch, das ist kein Problem. Nein. Problem wird wahrscheinlich nur sein, dass der eine mich jetzt sieht. Wetten? Ich würde ja gerne einfach hier lang. In the camp. Und... Naja, aber da kann ich das Seil nicht benutzen. Ich muss hoch. Okay, er sieht mich aber nicht. Ich könnte probieren, das hier irgendwie zu benutzen, dann rennen sie ja eh da rum wie kopflose Hühner. So, ich bin schon mal da. Und jetzt ist nur die Kleine für ihr Glück verantwortlich. Könnte dann nochmal probieren, ob ich die beiden mit dem anderen Fass hier irgendwie ablenken kann. Der andere lässt sich ja irgendwie nicht ablenken dadurch. Guck nochmal, ob ich die dazu kriege. Wenn ich hier das nehme. Okay. So, Kleine, jetzt aber. Komm. Ja! Oh nein, die Junge! Du machst mich wahnsinnig, Mädel. Yes! Hell yeah! So, Dalle, ich glaube, für Tretminen haben wir immer noch nicht alles zusammen. Ja, wir haben das und das. Die beiden Sachen haben wir aber... Beiden können wir nicht gebrauchen. Okidoki. Bis hierhin habe ich es beim Anspielen gespielt. Ab jetzt ist es quasi blind. So, da sind mal wieder kuschelige Wachen. Könnte gucken. So. Oh, crap. Okay, die sehen mich da oben. Das ist ungeil. But the king himself said it was the dark spirit. But that heard a noise. Oh, der sieht mich da oben echt. Himself said it was the dark spirits that done it. Dark spirits, my bum. Who mentioned it? You hear that? Nee, vergiss es. Dark spirit. Oh Gott, wie mache ich das denn? Ich würde ja gerne da hinten die Kisten, aber das ist zu weit weg. No mention. Them at all, while every. Vielleicht, Moment. Kisten hier. Das könnte funktionieren. Ja, so. What? Oh, jetzt dreht er sich um, ich werde zum Elch. So. Okay, bitte keine Wache. Brav. Ah, wunderbar. Das läuft doch super. Okay. Luke, ich sehe nichts. Moment, hier ist ein... Ja, noch nicht mal ein Heuhaufen. Der steht aber mit dem Rücken zu uns. Okay. Ach, da unten sind wieder zwei Knallchargen, die wir ablenken müssen. Ich könnte da runterspringen, sicher.
Wir müssen eh da runter. Warte mal. Das kann man doch mal ausprobieren. Is there a problem? I think I heard something. So, kann die Kleine an dem jetzt vorbei? Traust du dich? Ja, wir können auch noch mal. So. Komm, Kleine. Ja, super. Ah, wie gelernt. Ein Traum. Gott, ich stehe fast genau vor denen. Okay. Ganz cool bleiben. Die beiden Herren sich da wieder nach oben verkrümmelt haben. Oh, quiet. It was nothing after all. Dann kann ich... denke mal, ich muss hier weiter, ne? Hier nach... unter der Brücke durch. Oder was auch immer das sein soll. Okay. Die Kollegen sind weg. Der dreht sich wieder um. Ja, wir müssen hier durch. Kann ich nicht hoch? Ist jemand da? Oh. Mal gucken, wenn er hier steht. Ach Scheiße, komm hier gar nicht raus. Aber. Ist jemand da? Okay, da brauche ich zu lange, das bringt nichts. Dann versuche ich es besser auf der anderen Seite. Da ist doch. Ist das ein Durchgang? Ja. Dachte doch gerade, dass. Kann es doch nicht sein. So, da haben wir natürlich wieder einen Kollegen. Ach, shit. So. Da ist einer. Den könnten wir mit dem da hinten ablenken, wenn ich denn da mal rankäme. Kann ich da hinspringen? Da ist die Kleine. So, warte mal. Da ist ein... komm ich immer noch nicht ran. Dang it. Hier müssen wir da hoch. Hier ist... oh, da drüben ist auch eine Wache. Der könnte mich natürlich sehen. Wo komme ich ran? Hier komme ich ran. What on earth is going on? Mal gucken, ob ich die Kleine dazu kriege. Ja, sehr fein. Komme ich doch glatt mit? Ich vertraue dir jetzt einfach mal, dass wir hier hin müssen. Komm ich nicht rum? You kidding me? Okay, ich muss jetzt erstmal warten, bis die hier weg sind. Hat sich denn Lily jetzt versteckt? Let's see how welcoming Rivendell is going to be for us this winter. The locals can't be too pleased with us marching in and taking over. Na ja, egal. Mal warten, bis sie sich wieder beruhigt haben hier.
Everything seems to be in order. I'm so hungry that I'd almost consider hunting some rats. Why not? You wouldn't be the only one. Ugh. I guess I shouldn't complain. So, das Problem sind die beiden Herrschaften. The less I know, the happier I am. Oder ist die Kleine jetzt schon... Die ist schon da oben! Willst du mich vergackeiern? Are you kidding me? So, soweit komme ich auch noch. Wenn ich das Fass hier runterschubsen könnte, das wäre richtig geil. Da hinten ist nämlich auch noch eine schöne Truhe. What seems to be the problem? I think I heard something. Nah, it was nothing. Na, jetzt bist du natürlich weg, aber du nicht. Dödel. It was nothing after all. You see someone out there? Near the dock? Where? That way. No, I saw nothing. Wenn sich beide vielleicht umdrehen würden, das wäre total geil. Ich will ja noch nicht mal die Kiste haben. Einfach nur gerne. Oh, so geht's natürlich auch. Who is it? Ah, shit. Who is it? Ach, verdammt, der hört das. Nee, das kann ich vergessen. Plündern. Who is it? Ist keine geile Idee. Nee, hinten komme ich auch nicht rum. Okay, das bringt nix. Shoot! Everything seems to be in order. Huh, Schwitz. Okay. Das ging auch noch einigermaßen. Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Schon wieder zwei Wachen. Ihr macht mich doch fertig hier. Darauf reagieren, wenn ich... das interessiert ihn nicht. Muss wahrscheinlich schon ein bisschen näher sein. What seems to be the problem? I heard a noise. I heard nothing. Who goes there? Ja, nee, das war auch ein bisschen argmutig. Bist du vielleicht noch ein bisschen weiter weg? So, was die Kleine kann, kann ich schon lange. Oh, du bist doch... Are you kidding me? Did you see something? Did you hear that? I heard it too. Oh crap. Das glaube ich keine gute Idee. Quiet.
Oh, shit. Achso, jetzt im Moment, jetzt seid ihr doch beide hier unten. Come on. Ah, shit. Hab mich echt entdeckt. Okay, der kommt da hinten her. Das ist blöd. Nothing here. Ja. Puh, Glück gehabt. Ich würde nur gerne beide dazu kriegen. Wo ist er, Sir? I didn't hear him. Hey, hey. Was ist someone there just now? Ach, das ist doch nicht wahr. Shit. Did you see someone out there? Was there someone there just now? Where did you see? Are you kidding me? Here. I see nothing there. Oh, Team war mich echt wahnsinnig. Ich will halt niemanden töten, das ist das Problem. Nothing here. Das ist doch nicht wahr. Everything seems to be in order. Also es gibt Trophies sowohl dafür, wenn man alle Wachen tötet, als auch dafür, wenn man sie nicht tötet. Nein, du sollst zu der Kiste gehen, du Doofdödel. Jetzt hat er sie sicher gleich wieder um. Oh, die gehen hier immer hier hin. Nothing here. Gibt's nicht. Also, ob ich hier jemals vorbeikomme, ohne jemanden zu töten. Den jetzt einfach abmuchsen, wäre die einfachste Variante. Ah, die Kleine hier ist ja mutig. Wo gehst du jetzt hin? Das bringt uns jetzt auch nicht weiter, oder? Ha! Die ist ja geil. Ob ich das hinkriege? Wenn sie das kann. Kann ich das auch. Ha! Am Arsch die Räuber. Wunderbar. Groovy. Manchmal muss man doch ein bisschen auf die Kleine gucken. Was die so macht. So, die beiden Kollegen. Na, das wird ja lustig. Don't those crows ever sleep? Calling all night long, dark spirit. Ach, damn it. Okay, ich darf mich nicht bewegen. Alter! So, mal gut hier. I heard something. Ach, crap, jetzt kommt er auch noch dazu. Das gibt's ja gar nicht. Genau, geht mal alle danach hin. It was nothing after all. It was nothing after all. Everything seems to be in order.
Nein, nein, das war kein falscher Alarm. Wir müssen nur weiter nach hinten gehen. Da, da in die Richtung. Shoot. Mal gucken, ob ich von hier irgendwas machen kann. Ja, jetzt hast du auf einmal was gehört. Du bist doch ein Blödel. I think I saw something. Alter, Alter. I think. Okay. I heard a noise. Du drehst dich jetzt nicht um. Did you see someone out there? Ach, ich glaub's ja nicht. Did you see someone out there in the dark? Where? There. So, der muss sich jetzt nur wieder abregen hier. Das Gute ist, wenn man in den Büschen ist, kriegen sie einen nicht. Oh, das ist auch eine Kiste. Damn it. Ja, Kleine, also ich bin ja mutig, aber so mutig nun auch wieder nicht. There was nothing after all. Naja, aber die Kiste komme ich da auch nicht rein ran, oder? Did you see someone? Ach, du ahnst es nicht. Scheiße, wie komm ich denn da jetzt... Komm ich denn da jetzt wieder raus? What am I looking at? Yeah. I didn't see anything. Ah, sehr gut. Hätte einfach nur so in die Tür gemusst. It's so lovely to talk to someone nice. I haven't met anyone nice in ages. Thank you, Mom. You're welcome, Lily. Bitte schön, immer gerne. It's not important. You seem awfully tired. It's been a trying time for me. So, da ist eine Wache. Hätte ich nur eine Möglichkeit, mich hier hochzuziehen? So. Das bringt mir jetzt mal... Ich kann mich noch hier dran friemeln. Und... Wow, shit! Jetzt passt's. Ich komme jetzt natürlich nicht mehr da hinten an die Fässer ran. Gucken, kann ich ihn vielleicht auch irgendwie ablenken? Ja, wunderbar. Komm, geh an ihm vorbei. Du bist doch schon an... Du bist doch schon bei brenzligeren Situationen einfach vorbeigerannt, Schatz. So, dann haben wir da noch eine Wache. Da oben läuft einer, da oben steht noch einer. Bäh, wo muss ich denn hin? Da hinten an das Tor? So, Kleine, wo bist du? Sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wo ich hin muss. Eine richtige Karte oder so gibt's ja hier nicht. Ich würde mal sagen, dahin zu dem Tor, wa? Aber das wäre zu einfach. Ist doch keiner. Okay, da vorne läuft zumindest einer, aber... Ist ja nicht schlimm. Hey, endlich mal eine Kiste, an die ich rankomme. So quiet. Okay, hier wird's spaßig. Alles klar. Ah, okay. Ich muss gucken, dass die Kleine...
Obwohl, die Kleine kann eigentlich auch hier mir folgen. Oh, shit. Ach, shit. Die Kleine müsste da drüben lang. Das ist natürlich ungeil. Moment. Scheiße, da ist ja noch einer. Wo kommt der denn jetzt her? Oder hin oder wie auch immer? Ach nö, Junge. Ja, ich sag doch, die Kleine muss hier dann über die Brücke. Oh, der kommt hier rum. Nee, das bringt gar nichts. Das ist total doof. Nothing. Just a win. Scheiße. Did you see something moving out there? Damn it, das war doof. Just the win. You mean the dark Kleine, wenn du da jetzt drüber kommst. Ja, das dachte ich mir. Ich sehe im Gebüsch nix. Dammit. Mist. Ups. Okay, der ist runtergefallen. Das ist gut. Oh, jetzt kommt der hier rum. Ich krieg die Krise. Mist. I think I heard something. I heard a sound. Das ist eine gute Idee. Gibt's hier auch noch was zum Verstecken? Ah, da vorne ist noch ein Busch. Ah, hier ist ein Heuhaufen. Sehr fein. Na komm, Schatz, bleib erstmal hier. Und dann gucken wir nochmal, wie der Typ hier rumgeht. Das war jetzt Glück, dass die anderen da irgendwie runtergebackt und runtergefallen sind. Was die Kleine kann, kann ich auch. What the fuck? Who goes there? Shit. Ach, wieso hört er mich? Ah, der dreht sich auch gleich wieder um. Hahaha. Das ist natürlich ungeil. Kleiner hat es noch rechtzeitig geschafft, aber ich komme da nicht hin. Soll ich es probieren, wenn er hier... Genau, er guckt doch hier rum. So, wunderbar. Okay, warte mal, da vorne steht einer. Ja. Da steht er gut. Wir können den höchstens ablenken, indem wir hier die Kisten verschieben oder umschmeißen. Gucken, ob das klappt. Deloitte.
Ja, sehr gut. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Hier ist ein Busch. So, ihr könnt mir ja eigentlich egal sein. Shit. Er kommt ja schon wieder zurück, der Dödel. Shit. Nothing at all. Okay, Moment. Guck ich mal, ob ich hier hochkomme. So. Ja, da bringt mich aber auch nicht sonderlich viel weiter. Hier oben ist ein Balken. Something at this. So. I heard a sound. I couldn't hear a thing. Ah, shit, jetzt ist der genau da unten. Das ist unklar. So. Das bringt mich jetzt zwar nicht mit der Kleinen weiter. Oh, shit. Die Kleine ist natürlich immer noch hier oben. Da unten. Lala. Oh, shit. Da bleib ich doch mal im Sträuchlein. Ich glaube, so langsam gebe ich es einfach auf, hier keinen mehr zu töten. Nothing here. Oh crap. Ha. Wie kriege ich die Kleine da unten weg? Muss die beiden hier abnehmen? What seems to be the problem? I heard a sound. I heard nothing. So, mal gucken, ob die Kleine das irgendwie nutzen kann. Vielleicht hier hochkommen kann. Kommt, jetzt dreht euch doch mal beide um. So, Kleiner, komm, du kannst jetzt hier langlaufen. Komm her. Ja, Vibe, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Wo müssen wir eigentlich hin? Oh, da ist eine Kiste. Was mache ich mit dem Kind? Das Kind will nicht. Dang it. Ah, weil der Typ auch wieder da steht. Ah, der Typ steht da vorne wieder. Moment. Ach, scheiße. Moment. Moment. Da muss ich nur mal warten. Der geht da unten eine Runde, wenn ich das richtig sehe. Also, da muss ich den anderen hier nochmal ablenken. Ich denke mal, wir müssen da hinten an das Gittertor. So, er geht da runter.
shit. Ah, fuck. Who are you? War jetzt schon wieder ein bisschen zu viel. Who are you? Come out into the light. So, jetzt habe ich ihn doch genug abgelenkt, oder? Traut die Kleine sich jetzt was? Natürlich nicht. What was that sound? What was that sound? I heard nothing. Ah, crap. Nothing here. Das wird doch nichts mehr. Ah, jetzt kommt der von da hinten wieder. Nicht rausgehen sollen. Jetzt läuft sie. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange, weil der Tür jetzt gleich runterkommt. Dann ja, nee. Ist klar. Mhm. So, Sekunde. Hier ist keiner, wa? Ach, scheiße, wir müssen hier gar nicht hin. Wo müssen wir hin? Wir müssen wahrscheinlich darüber. Nee. Hä? What? Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Tja. Ist hier irgendwie eine Tür? Nee, ne? Da ist ein Durchgang. Ah. Okay, I see. Ach du Kacke. Na, das ist ja witzig. Ich vermute mal, wir müssen hier durch den Durchgang. Da ist eine Kiste. Okay, ich sehe sie. Das heißt, den Typen können wir dann hoffentlich ablenken. Gerade ausprobieren. So, laufen Sie bitte jetzt wieder zurück. Gut, dann muss ich nochmal probieren, ob ich den Typen da rechts... Da sind Kisten, da ist auch so ein Waschbottich oder was auch immer das sein soll. Hat den genauen Blick. What? What seems to be a problem? Ah, shit. Das wollte ich nicht. Okay, der muss da wirklich noch ein bisschen weiter zurück. It's the dark spirit. So. Who goes there? Ach, dammit. Who goes there? Nobody. Ah, wieso kommt die Kleine jetzt nicht hier rüber?
Die schleicht sich sonst an jedem Ömmel vorbei und hier kriegt's jetzt Muffensausen oder was? Nochmal gerade, aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hier sind schon wieder zwei Wachen. I wouldn't say old lord. Ich vermute, wir müssen durch die Tür, wa? Okay. Ich würde einfach nur mal gerne noch dieses Level abschließen hier. Wisst ihr was? Ich töte den jetzt. Kann ich den... Gott, wie kann ich ihn die aufheben? Die Kleine hat aber nicht gesehen, wie ich ihn anscheinend getötet habe. Crap. Okay, dann sind wir mal hier drin. So, der Dicke hier ist ja kein Problem. Ich vermute mal, sie hat irgendwie noch Muffensausen hier an dem vorbeizugehen, wobei ich nicht weiß, warum. Weil sonst quetscht sie sich doch auch an jedem hier vorbei. Ich guck mal gerade, ob ich hier sagen kann, dass sie hier hin soll. Ja, wird sie aber ganz schön an hier jetzt mit dem Typen. Ja, ich schleiche mich doch an dem vorbei und es passiert nichts. Guck mal, so macht man das. Einfach hier vorbei. Und... Komm. Ja, oder ich muss gucken, dass ich den doch noch irgendwie ablenke. Okay, pass auf, Schatz. Ich werde den jetzt ablenken. Oder zumindest probieren. Ja, der lässt sich aber nicht ablenken, das ist das Blöde. I heard a sound. Ach, du bist doch eine dumme Nuss. Komm, lauf! Will ich nett zu ihr sein? Jetzt rennt sie wieder runter. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist das saublöde, Lilly hier an diesen Wachen vorbeizubringen. Ich werde den da oben jetzt auch abmuxen. Ich habe jetzt echt keinen Bock darauf, dass sie hier ständig stecken bleibt. Ja, Lilly, super Aktion. Probier's jetzt nochmal, indem ich ihn nochmal ablenke. Ich will ja nur nicht, dass sie sieht, dass ich die Wachen töte. Someone there.
shit. Lilly, ich werde den gleich töten. Who goes there? Ah, scheiße. Na, Halleluja, sie hat's. Was ich leider nicht sagen kann, ist, wie lange man eigentlich zurückspulen kann. Das wäre mal interessant. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir die Herrschaften hier abgelenkt kriegen. Ich dachte, ich wollte mal mutig sein. Didn't hear a thing. Ja, Lilly, komm. Oh, sonst ist es so super mutig und hier kriegt es jetzt auch wieder nichts hin. Ach, du bist doch. Who goes there? Ach, Mädel, gerade wenn der sich umdreht. Du bist doch eine Knallcharge. Ja. Was ist das? Na, endlich. Jetzt hat er auch mal reagiert. Oh, das Sound. Oh, Halleluja, Speicherpunkt. Okay, also ich kann den Rezensionen bisher nur zustimmen. Es ist wirklich sehr, sehr repetitiv. Also. Ja, ich wollte mich ja auch eigentlich daran hoch. Ach, du bist doch. Ja. Eine dumme Nuss. So, das heißt. Oh, Entschuldigung. Das war ein Versehen, ist mir jetzt aber auch egal. Okay, das war eher ungeil, alles klar. Das war ein Unfall! Ich doch nichts für. Ich hab aufpassen. Lilly ist ersetzt nach dem brutal verstümmelten Leichnam entdeckt. Das hat sich ja jetzt wohl erledigt. Are you kidding me? Didn't hear a thing. So. Ah, Lilly hat sich ja schon. Ach, dang it. Kann ich darüber springen? Nah, crap. Nein. Was ist das denn? Ich will mich doch hier dran festhalten. So, genau. Da hinten ist natürlich auch schon wieder eine Kiste. Ist mir jetzt aber egal. Könnte ich jetzt zwar... Ja, hätte ich hingekonnt, aber... Ja, und Lilly kann gar nicht mehr entsetzt sein, weil ich gar niemanden umgebracht habe. Oh, bup, bup, bup.
Okay, wunderbar. So, das heißt... Oh Gott. Ich denke mal, wir müssen dahin durch die Lücke, wa? Okay. Kann ich die... Ja, kann ich sogar schieben. Hm. Is it trouble? I heard a sound. So, jetzt töte ich gleich wieder jemanden. Is this devilry? Is the dark spirit? Bin ich nur mal gespannt, wie Lily sich da dran vorbeischreibt. Ja, natürlich. Einfach so, ist klar. Gut, aber da kann ich gemütlich runterspringen. Das ist doch schon mal was. Ach, verdammt. Ich dachte, ich bin schon im... Ist nur so kackendunkel. Ich warte erstmal, bis sie komplett weg sind. Bevor ich runterspringe. Everything seems to be in order. Ja, alles ist total groovy. Geht mal bitte wieder nach hinten auf eure Posten. Hört mal auf, das Fass hier mitzunehmen. Oh, latschen die hier hinten rum die ganze Zeit. Das ist natürlich nicht so geil. Okay, warte mal. Der ist jetzt hier, der ist hier. Hell yeah! Das ist das Wappen! Lily, komm! Ach, du bist doch eine Dumpfnase. Hallo, Leila. Guten Abend. Ja, natürlich bring das ganze Fass mit. Ist klar. Aber sie ist da. Das Wappen, Ende parents? Des Kapitels. Kingsman took my father to work in the quarry. But that was a long time ago. And my mother? She died this spring. Died? That's been going around. Ja, dieses komische Sterben ist aber auch ungemütlich. So. Ich glaube, 2 Stunden Shadowen reichen mir jetzt aber auch erstmal. Also ich muss sagen, ich kann den Rezensionen bisher nur zustimmen. Es ist sehr, sehr repetitiv. Also man macht eigentlich immer dasselbe. Am Anfang ist das ja noch ganz lustig, aber man hat immer wieder eben diese... Das Problem mit diesen 2 Wachen, dass die 2 Wachen stehen und dass eben dieses saudumme Kind... Huch, wer hat mich denn da entdeckt? Ja, dass dieses saublöde Kind hier die ganze Zeit mit einem mitrennt. Also, das ist irgendwie ein bisschen nervig. Ich meine, meine Güte, ich habe es mir im Angebot geholt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es gekostet hat. Das war auf jeden Fall spottbillig. Ich habe mir noch einige andere Titel geholt. Who goes there? Ja, nobody goes there. Okay, aber das würde ich sagen, war erstmal Shadwin.